So. Einmal verbeugen. Aufgabe erfüllt. Ihr kehrt zurück in eure Welt. Eine Sonnenlichtmedaille. Juhu. So, ich würde es gern noch einmal versuchen. Ja, hier ist halt nur der Jack zu finden. Was andere Rufsymbole gibt es hier gar nicht. Und ich wüsste nicht, für was ich ihn rufen sollte. Weil da ist ein König ist tot. Bei mir jedenfalls. Ja gut, ich könnte ihn wiederbeleben. Ich habe gerade mal auf meine Frames da oben geguckt. Die sind ein bisschen gedroppt gerade eben. Ich könnte einen Eisenkönig theoretisch mit einem Asketenleuchtfeuer wiederbeleben, indem ich einfach da oben das Leuchtfeuer auf die nächste Stufe bringe. Aber ich bin nicht so wirklich ein Fan von diesen Leuchtfeuern. Die wurden ja übrigens in Dark Souls 3 schon wieder abgeschafft. So, jetzt warte ich mal nur wenigstens 2 Minuten. Und dann gehe ich zurück. Dann kaufe ich mir bei der Erzhändlerin noch ein paar große Splitter, heißen die, oder Scherben. Wobei das eine für mich einfach Splitter sind und das da Scherben sind. Also die kleinen sind Splitter und das da sind jetzt Scherben einfach. Weil wie gesagt, mit der Rüstung werden wir noch eine Weile rumrennen. Jedenfalls noch, bis wir die anderen beiden großen Bosse besiegt haben. Dumm, die dumm, die dumm. Ne, ich glaube, wir werden nicht mehr beschworen. Also gehe ich einfach jetzt. Du müsstest immer noch tot sein, hoffe ich mal. Ja, bist du auch? Na, wenigstens haben wir einmal den Boss besiegt. Wir können uns jetzt im Gatter umschauen. Man kann, glaube ich, übrigens den Hebel nochmal umlegen, um alles wieder anzufachen, die Flammen. Aber wollen wir nicht. Und vom Igelsgötzen haben wir übrigens auch ziemlich gute Aussicht. Aber wirklich was Tolles sehen tut man hier auch nicht. Außer das Eisenschloss hier. Wie es halb in der Lava versunken ist. Nee. Reisen wir zurück ins Loch, ins obere Loch. So, und ab jetzt wird's lustig. Ja, Rufsymbole. Ja, halt, ich wollte hier erst. Ach. Ja, tut mir leid, ich verschwende gerade Zeit. Ich wollte eigentlich mit dem Seen, die wir gerade haben. You've been long. Well. Ach, wenigstens. Na gut, kaufen wir wenigstens noch ein. Ach, kaufen wir beide. Visit me. So. Waffe Rüstung verstärken. Dafür bräuchte ich die Brocken, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Wobei den hier ich eigentlich verstärken möchte, auf jeden Fall. Oh, und wir brauchen schon 3, weil wir sind ja auf plus 5. Okay. Gut.
aufsteigen. Dann können wir noch den Punkt in Wille setzen. Das war das. Und jetzt reisen wir ins Loch. Dumm. So. Zünden hier hinten unsere Fackel an. Und ich wechsle wirklich zu meinem Feuerspeer. Also zu meiner Flügellanze, meiner Feuerinfusierten. Gut. Ab hier wird es jetzt lustig. Man sieht hier wieder ein paar Punkte, an denen man einkrachen könnte. Wow. Und ja, mich hier zu verteidigen ist ziemlich schwierig. Einfach weil ich mein Schild nicht benutzen kann hier. Ich muss nämlich die ganze Zeit mit der Fackel rumlaufen. Hi. Sonst sehe ich einfach nichts. So, hier ist ein Runterweg. Den können wir sogar aufstoßen. Und hier sind überall Hüllen. Also gefangene Hüllen. Das Gatter ist nämlich wieder ein ziemlich unschöner Ort. Muss ich hinzufügen. Ja. Blutfleck berühren, nein. Der Gatter ist nämlich gleichzusetzen, also der Gatter und das Gebiet danach ist gleichzusetzen mit der Schandstadt. Aus Dark Souls 1. So. Dich kann ich töten. Und kann jetzt hier den Kreis anzünden. Der ist einfach bloß eine ziemlich schöne Markierung, die man haben sollte. Wir haben 2 Stunden Fackellicht. Das ist mehr als genug, um durch den Gatter zu kommen einmal. Zum Glück geht die Fackel nicht aus hier. So. Hier steht Vorsicht vor Gift. Ja, hier sind sie nämlich. Die Giftspucker. Jo. Man sollte gucken, dass man sie zerstört. So, ich habe euch vorhin schon im Loch so eine Tür gezeigt. Die hier ist auch verschlossen, aber dahinter ist ein Giftspucker. Sehr freundlich. Und ja, ich kenne mich einigermaßen noch im Gatter aus, zum Glück. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass wir zuerst hier lang gehen sollten, weil das hier optionales Gebiet ist. Also dadurch das Loch runterfallen. Der andere Weg wäre der reguläre Weg, nämlich da hinten zur Nebelwand und da oben hin. Ah, da oben ist übrigens wieder so ein Typ. Ui, ich sehe ihn nicht mehr. Da seht ihr mal, was die Fackel so alles ausmacht. Der Fackelschein. Ja, er wuselt da hinten jetzt rum. Gut, das heißt, es geht eine Etage tiefer. Für uns. Hier kann man, soweit ich weiß, auch irgendwo durchbrechen. Oder auch nicht. Einfach vorsichtig sein, ist die Devise. Oh, die sind mies. Da ist Säure drin.
finstere Pyromantieflamme. Das heißt, mit dem, diesen Ampullen muss man ziemlich vorsichtig sein. Und hier zwischen den Ampullen haben wir schon gesehen, steht ein Grubenhund. Der hat's in sich. So. Okay, ich war eigentlich der hatte eigentlich die Hoffnung, dass das Feuer gegen die Grubenhunde effektiv wäre. Und ja, das hier ist ein blöder Bug. Die Gegenstände von den Hüllen, die hier sterben, glitschen durch den Boden durch. Versuchen wir es mal mit dem Blitzspeer. Ob der effektiver ist. Also ja, durch diese Krüge sollte man es tunlichst vermeiden, durchzurollen. Sonst nehmen nämlich die gesamte Ausrüstung Schaden. Wenn wir sie nur so anpieksen, passiert eigentlich nichts. Und ja, der Blitzspeer ist definitiv besser, die bessere Wahl hier. Also ja, man sieht, der Speer nimmt ein bisschen Schaden dadurch. Aber das ist vertretbar. So, jetzt sind wir wieder hier drüben. Und können den Weg hier hochnehmen. Seele eines namenlosen Soldaten. Der betet hier wieder die Feuerstelle an. Wenn wir sie ja immer anzünden, ist das stinkig. Wow. Ja. Seht ihr, wie viel giftig das macht, wenn uns so ein Ding trifft? Übrigens ist das da die Brücke, über die wir hätten drüber gehen können. Wo wir vorhin runtergebrochen sind. So, ich will jetzt aber erstmal hier glitzerndes Titanit, glatterseidiger Stein, Menschenbild, noch ein glatterseidiger Stein und ein Duftzweig. Hier gibt es übrigens zwei Duftzweige, die ich gern finden würde, weil sonst reichen sie uns von der Menge her nicht. So, da sind wir hochgeklettert, da könnten wir wieder da runterfallen, wo wir hochgeklettert sind. Nein, wir müssen hier jetzt rüber, eigentlich, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Hallo. Gefahrenzone voraus, ja. Danke für die Warnung. Das bricht nämlich alles weg. Gut, dann geht's da nicht weiter, sondern hier unten. Oh. Ja, Gatter. Ruhig bleiben übrigens, Vision von Tränen. Ja, da kommt ein Fackelträger auf uns zu. Der sogar netterweise eine Fackel droppt, die uns wieder mehr Zeit gibt, hier rumzulatschen. Und ja, hier ist Sackgasse. Wir müssen über die Brücke drüber. Ihn töten. Das hier anzünden. Und durch ein Loch durchfallen. Ja. Fackel anzünden, alles kein Problem. Wir können ja abkürzen. Ein bisschen. So, erstmal die Jungs hier töten. So, der droppt eine Fackel. Da kommt noch einer angerannt. So, ich zünde erstmal hier an.
Macht den Tonkrug kaputt, macht die Statue kaputt. Und dann können wir einfach hier runter hüpfen. Und sind schon wieder hier. So, noch eine Fackel.